Und da sind wir auch wieder bei Let's Play Chrono Trigger. Wir sind gerade am Ende unserer Flucht bei Chrono Trigger und ja. König Guardia, der 33. meldet sich jetzt erstmal zum Wort. Vater! Ruhe, Prinzessin Nadia! Der Thron steht über deinen persönlichen Wünschen. Was? Auch wenn ich einen Titel habe, bin ich immer noch ein Mensch. Seltsame Ideen hast du draußen aufgepickt. Und warum leckt es jetzt? Wenn ich etwas aufgepickt habe, dann wohl gesunden Menschenverstand. Prinzessin Nadia! Ich hasse dich, ich gehe! Prinzessin Nadia! Komm, Chrono! Steht nicht rum wie die Ölgötzen! Hinterher! Prinzessin Nadia. Da sind sie hinterher! Ja, es führt natürlich nur einen Weg durch. Es gibt kein Entkommen! Ruhe! Ja. Unsere Flucht führt natürlich durch die Wälder. Und hier ist auch ein Tor. Eine Sackgasse. Ein Tor. Los. Aber wohin führt es? Es ist doch egal. Nur weg hier. Unsere Retter. Prinzessin Nadia. Das ist kompletter Wahnsinn. Beeilung, Chrono. Ja, wir gehen natürlich sofort durch das Tor. Wie der aussieht. Das ist so genial. Das Gesicht echt unbezahlbar. Obwohl, so weit wie die Kinnlade runter ist... Muss er aufpassen, dass er damit nicht den Boden durchtrennt. Sie sind verschwunden! Einmal durchs andere Raum, bitte! Autsch! Hier findet uns der Kanzler nie und nimmer. Aber wo sind wir? Die Zivilisation scheint hier so fortgeschritten. Als wären wir in einer anderen Welt. Da ist ein seltsames Emblem durch Kraftfeld versiegelt. Ja, das ist genau dasselbe wie mit den kleinen Steinen. Was es damit auf sich hat, werden wir um einiges später erstmal erfahren. Die Tran-Kuppel. Habt ihr Geld? Ja. Das soll Geld sein. Naja, ich habe jedenfalls gute Sachen. Kaufen. Schnellfeuer. Oh, Eisenanzug. Das kaufen wir gleich dreimal. Und drei Eisenhelme. Geld sparen. Irgendwann zahlt das sich aus. Ist mein Motto. So, wie gesagt, die Magnetklinge habe ich das letzte Mal bekommen. Den Eisenhelm habe ich jetzt eben gerade gekauft. Und wie gesagt, ein bisschen Geld habe ich jetzt auch noch hinzubekommen. Den scheint es hier wohl eher dreckig zu gehen. Essen gibt es immer in der Ares-Kuppel im Nordwesten, jenseits von Lab 16. Aber die Monster reagieren nicht auf Schwerter oder Pistolen. Friedenskuppel? Wie gehört, das ist die Tran-Kuppel. Essen gibt es hier nicht. Königreich? Ja. Dies ist ein Enatron. In ein paar Sekunden fühlt man sich ausgeruht, aber den Hunger stillt er nicht.
ja, im Grunde genommen stillt er auch nie den Hunger. Er entzieht sogar Energie, um einen zu erfrischen. Und dadurch fühlt man sich hungrig. Gehen wir durch Lab 16. Ja, hier findet man natürlich wieder auch allerlei Wesen. Ein Tonic wurde ihm jetzt gestohlen, verdammt. Also die... ein Wesen sollte man dann wirklich nicht begegnen. Sollte man eigentlich so tunlichst vermeiden, weil sie immer einen beklauen. So. Fleischfresser. So, erledigt. Kornereis, normal, erreicht nächstes Level. So, natürlich kommen die Ratten auch immer wieder, immer neue. Ah, da müssen wir jetzt ja bald zu einer eher lustigeren Stelle kommen. Einmal Flammenwirbel, bitte. Und du hast... Ach, du hast keine... Zack, zack, zack. Ach, schade. So, 64 Erfahrungspunkte, 4 Tischpunkte, 156 Geld. Aura erlernt. Doppeltes Aura-Wirbel. Ich meine, Aura ist. Ja, zum Heilen. Wobei Aura-Wirbel. Ja, doch. Gibt einige LP zurück auf die gesamte Gruppe. So. Das sieht mir so nach einer Kiste aus. Aber natürlich werden wir wieder mal von Monstern gestört. Mann, Octum ist doch nicht die ganze Zeit. Bong. Ich glaube, der macht die Heilung hier. Oder auch nicht, Klammer zu. So, schön. Ach, schade, hättest du nicht einen Doppeltreffer machen können. Zu kritisch. Das wäre schön gewesen. Und jetzt hier noch. Achso, Chrono war der letzte. Gut. Gut. Zack. Und weg. Oh, wir haben noch eine Magnetklinge bekommen. Also. Hier bekommt man dann nochmal dieselbe Waffe noch einmal, falls man die beim ersten Mal nicht erhalten hat. Ach verdammt, ein Tonic gestohlen. Ach ja, ich hab so viele. Nur von den Äthern habe ich jetzt noch nicht so viele, deswegen wäre das schlimmer. Ein Berserker erhalten. Was ist denn ein Berserker? Autoangriff, mehr Treffer und Verteidigung. Ob das so wundertoll ist,
wage ich eher zu bezweifeln. Witzpassfackel. Ein Magnetbogen. Ja, das ist natürlich eine wundertolle Verbesserung. Von Bronze zu Bogen. So, wie viel Schaden macht denn die gute Male denn jetzt? Oh, Octone mich nicht die ganze Zeit. Oder anders gesagt, du kannst vielleicht auf mich stehen, aber ich stehe bestimmt nicht auf dich. Aber mit 60 Schaden, das ist gut. So, der ist schon mal komplett erledigt. Ja, es sind die Menschenfresser. Menschenfresser, die Fleischfresser, die heilen. Also möglichst die zuerst erledigen. Aber ich glaube, ich kann den einen gleich leicht besiegen. Na komm schon. Feuerwurf. Ist schon nicht gerade wenig Schaden. Na komm hier. Die sitzen so nah aneinander. Wenn man da Zyklon auf... Ey, warum wird einer nicht mitgetroffen? Der stand doch so wunderschön nah dran. Ach egal, jetzt ist er auch besiegt. Nein! Nicht schon wieder. Ach, jetzt kommen die Geister. Oder Schatten. Ach ja. Die kann eigentlich nur Luca richtig treffen. Glaube ich zumindest. Weil... Oder doch mit der Stichattacke von Chrono auch noch. Da die eben halt nur gegen Zauber empfindlich sind. Allerdings sind die dafür gleich mit dem ersten Schlag hinüber. So, dicker Octo. Dich mach ich noch fertig. Oder Mutant, oder was immer du auch bist. Ja, mit 300 HP hat er natürlich ganz schön viel. Das dauert natürlich jetzt erstmal ein bisschen. Oh, der zieht auch noch HP ab. So, das war's. 22 Erfahrung, 1 Tech-Punkt, 30 G. Na, das war jetzt allerdings wenig. Ach, verdammt, ich wollte ja... Eigentlich... Zyklon... Oh, nein! Verdammt, ich hab's auch wieder verkehrt gemacht. Ich wollte den eigentlich in der Mitte treffen. Dann wäre es nämlich so gewesen, dass... Jeder getroffen wurde. Wäre. Jeder. Jeder hätte Schaden erlitten. So, sagen wir es so. So, und mit diesem Kampf verabschiede ich mich schon mal und sage bis zum nächsten Let's Play Part. Bloodhacks FB meldet sich ab.